Am 9.7.2017 feierte die Regiobahn ihr jährliches Sommerfest. Wir befinden uns im Bahnhof Kettwig und beobachten die 38, 22, 67, welche beim Sommerfest einige Pendelfahrten übernehmen soll. Hinter dem Bahnhof geht es dann weiter über den Kettwiger Stausee. Wechseln wir nun an die Düsseltalbahn und lauschen der preußischen P8, die sich die Rampe nach Erkrath hinaufkämpft. Dieses schöne Tal bei Mettmann wird schon lange bewohnt. Vor vielen Jahrtausenden jagte und lebte hier schon der Neandertaler. Die Regiobahn war natürlich auch unterwegs. Hier zu sehen die Ausfahrt aus dem Bahnhof Neandertal in Richtung Düsseldorf. Aber wieder zurück zum Sonderzug mit 38, 22, 67. Zurück nach Düsseldorf ging es dann mit einer G1206 von Vossloh. Beim letzten Pendel gab es in der Rampe einen unplanmäßigen Halt. Aber nach einigen Sekunden ging es gleich weiter. Ein letztes Mal ging es vorbei am alten Stellwerk Neandertal.
Am frühen Abend hieß es dann auch schon: Auf Wiedersehen, Neandertal. Und der Zug machte sich auf den Weg zurück nach Bochum. In Essen-Stadtwald, unserem letzten Anlaufpunkt, war dann erst einmal der Blimp der WDL am Himmel zu sehen. Gestartet und gelandet wird er am Flughafen Essen-Mülheim. Dann kam auch die P8 aus dem Tunnel gefahren und entschwand an diesem Tag unseren Blicken in Richtung Hauptbahnhof. Bis nächstes Jahr im Neandertal.